Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde nach der Kommunalwahl, rechte und rassistische Parolenpolitik stoppen, 19/31/99. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Kommunalwahlergebnis der AfD hat bundesweit Beachtung gefunden, hessenweit 11,9 %, in Dietzenbach, Gießen, Wiesbaden und Neu-Isenburg zweistellige Ergebnisse für eine Partei, die offen rassistisch ist, für soziale Kälte und nationale Enge steht. Ihr Programm richtet sich gegen Arbeitnehmer, gegen Erwerbslose und gegen Rentner. Sie will den Mindestlohn wieder abschaffen und vertritt ein erzreaktionäres Frauen- und Familienbild. In Ihren Reihen finden sich völkische Nationalisten mit Verbindungen zur NPD. Und an einigen Orten, wo die AfD nicht angetreten ist, konnte die NPD zweistellige Ergebnisse erzielen, wie in Büdingen. Das Erstarken der Rechten in Deutschland und in anderen Ländern Europas ist alarmierend, und das zeigt, wie wichtig der Kampf gegen Rechts ist. Das Problem ist nicht allein der Wahlerfolg rechter Parteien. Es ist vielmehr Ausdruck einer gefährlichen Stimmung im Land. Ein rechter Mob blockiert in Klausnitz einen Bus mit Flüchtlingsfamilien, die gerade aus einem Kriegsgebiet geflüchtet sind. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, zerren Polizisten verängstigte Kinder gewaltsam aus dem Bus, um sie in eine Unterkunft zu bringen, deren Leiter AfD-Mitglied ist und dessen Bruder die Blockade organisierte. Und dann gibt am Ende die Polizei den Flüchtlingen die Schuld an der Eskalation und will gegen sie ermitteln. Meine Damen und Herren, dafür gibt es einen Ausdruck. Das ist institutioneller Rassismus. In eben diesem Sachsen wurde jahrelang gegen Dresden Nazi-Freiaktivisten ermittelt, während sich der NSU unbehelligt in Zwickau aufgehalten hat. Wer gesellschaftliche Mobilisierungen gegen Rechts derart kriminalisiert, der schwächt die Demokratie. Und nur zwei Tage nach Klausnitz brennt in Bautzen eine geplante Flüchtlingsunterkunft unter dem Beifall johlender Anwohner. Ein pogromartiger Rassismus bricht sich Bahn. Das erinnert an die frühen 90er Jahre, an Rostock-Lichtenhagen, an Mölln und Solingen. Und das ist kein ostdeutsches Problem. Im letzten Jahr gab es bundesweit über 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, darunter auch in Hessen. Und diesem Rechtsterrorismus müssen Demokratinnen und Demokraten Diesem Rechtsterrorismus sollten alle Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegentreten. Wer über Neonazis spricht, der darf aber auch über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie eine solche Stimmung entstanden ist. Und da muss man sagen, gerade Unionspolitiker haben sie mitgeschürt. Die AfD fährt nun die Ernte für die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas ein. Die hessische AfD kann eine Dankeskarte in die bayerische Staatskanzlei schicken. Horst Seehofer war es, der gesagt hat vor geraumer Zeit, Zitat, wir werden uns gegen Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren bis zur letzten Patrone. Das ist sprachlich nicht ganz so weit weg von Petris Äußerung, an der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen. Und dass der grüne Ministerpräsident Kretschmann Seehofer jetzt gegen die Kritik der eigenen grünen Parteispitze verteidigt, das finde ich ehrlich gesagt schon beschämend. Meine Damen und Herren, man gräbt AfD und Pegida nicht das Wasser ab, indem man ihre Parolen und Forderungen übernimmt. Damit ermutigt man sie noch und macht sie stark. Und da muss ich leider sagen, die Bundesregierung setzt im Anti-Asyl-Paket II rechtspopulistische Forderungen in Gesetze um. Das Asylrecht wird immer weiter ausgehöhlt. Wer den Familiennachzug aussetzt, der nimmt in Kauf, dass noch mehr Frauen und Kinder in unsichere Boote steigen und noch mehr Menschen ertrinken. Die richtige Antwort auf Fluchtbewegungen sind keine hohen Zäune, sondern offene Grenzen für Menschen in Not, Stopp von Waffenexporten und eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. In Wetzlar kam die NPD übrigens auf 7 %. Das ist kein Wunder. Immerhin hat sie dort mit Herrn Irmer ja einen eifrigen Wahlhelfer. Im aktuellen Wetzlar-Kurier erklärt er, Zitat, Gutmenschen, Linken und Grünen, dass Multikulti gescheitert ist. Und so Irmer wörtlich, auch ich bin in Sorge, wenn es um die Islamisierung oder Verbreitung fremdländischer Kulturen geht. Was mir Angst macht, ist nicht die Verbreitung anderer Kulturen, sondern die Ausbreitung einer solchen fremdenfeindlichen Unkultur, meine Damen und Herren.
Aber die CDU lässt Irma und Steinbach gewähren und fischt damit bewusst am rechten Rand. Als der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Wilsch vor einiger Zeit erklärte, die CDU habe mit der AfD größere Schnittmengen als mit SPD und GRÜNEN, hat ihm auch leider niemand laut widersprochen. Teile des Führungspersonals der AfD stammen aus der hessischen CDU, wie Herr Gauland. Und ich glaube, Herr Irmer und Frau Steinbach würden bei der AfD wohl auch nicht gerade als Linksabweichler auffallen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Vor den Kommunalwahlen gab es an vielen Orten parteiübergreifende Wahlaufrufe gegen rechts. Wir brauchen jetzt eine Gegenbewegung. Und ich finde, die bundesweite Aktionskonferenz Ende April in Frankfurt ist ein erster Schritt dazu. Der Nährboden muss bekämpft werden, und das ist auch die soziale Spaltung in diesem Land. Und ich will enden mit einem Dank. Einem Dank an die Menschen, die sich Nazi-Aufmärschen in den Weg gestellt haben, die verhindert haben, dass Pegida in Hessen Fuß fassen konnte, Bündnisse gegen Rechts, Antifa-Gruppen, zivilgesellschaftliche Initiativen. Sie sind wichtig, denn nicht nur die Geschichte des NSU hat gezeigt, dass auf Geheimdienste und Sicherheitsbehörden kein Verlass im Kampf gegen Rechts ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Ja, ihr Lieben, ja. Die Frau Kollegin Nancy Faeser. Also ich bitte wirklich auch zu den Punkten Wortmeldungen vorzugeben. Sonst ja, macht ihr nichts. Ihr seht es ja nach. Irgendwann machen wir dann mal Schluss. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, dass man zu diesem wichtigen Thema nicht in der Aktuellen Stunde eigentlich reden sollte, sondern sich mehr Zeit nehmen müsste, um über Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und das Erstarken der AfD zu reden. Deswegen wird die SPD auch eine umfassende Anhörung zu diesem Themenkomplex beantragen. Denn man sieht, dass es zu kurz greift. Ich will versuchen, ein paar wichtige Punkte aufzugreifen. Ich glaube aber, Frau Wissler, dass das Thema vielschichtiger ist. Ich glaube, es gibt einen Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD, die haben in der Tat ein sehr erschreckendes Ergebnis hier in Hessen, die aus Protest gegen etablierte Parteien die AfD gewählt haben, übrigens nicht nur aus Protest gegenüber den Berliner führenden Politikern, sondern auch gegen Wiesbadener. Sonst wäre das Ergebnis so in Hessen auch nicht zu erklären. Vielleicht sollte der eine oder andere in Hessen da auch einmal hingucken, um zu sehen, dass es nicht allein ein Berliner Problem ist. Sie nehmen die Sorgen der Bevölkerung auf. Und ich will sagen, dass Sie das in einer sehr geschickten Doppelstrategie machen, die AfD. Wir sehen in der Bundesrepublik, dass Sie zum einen, wie z.B. in Baden-Württemberg, mit einem ehemaligen honorierten Hochschulprofessor antreten, auf der anderen Seite im Osten offen rassistisch sich äußern. Sie fahren diese Doppelstrategie, um bei den Menschen Sie bei Ihren Ängsten abzuholen und Sie in Ihren Einstellungen auch zu bestärken. Das ist eine gefährliche Mischung, der wir entschieden als Demokraten entgegentreten müssen. Und da haben wir auch viel zu tun. Ich will ansprechen, wir haben gestern über Debatten geredet, weil man kann solche Phänomene nicht einfach jetzt von oben bekämpfen, sondern man muss tiefer gehen und sagen, was können wir dagegen tun, dass die Menschen sich so zurückgelassen fühlen. Und ganz ehrlich, das ist kein neues Phänomen. Mit diesem Phänomen, dass sich Menschen in der Bevölkerung abgehängt fühlen, haben wir schon etwas länger zu tun. Und die Studien über den Rechtsextremismus in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft, haben gezeigt, dass die Menschen nicht mehr daran glauben, dass Politik etwas verändern kann, dass sie dort wahrgenommen werden, dass sie mit Wahlen etwas verändern können. Das wissen wir schon ein paar Jahre. Da haben wir noch viel zu tun und müssen auch dagegen steuern. Das gehört auch zu den Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben. Ich will aber auch diejenigen ansprechen, und die AfD bespielt es sehr bewusst, gerade mit der Spitze, den offen rechtsextremistischen Teil. Wenn eine Frau Petri als Vorsitzende davon redet, dass an der Grenze, an der deutschen Grenze auf Flüchtlingsfrauen und Kinder geschossen wird, dann, meine Damen und Herren, ist das offen menschenverachtend, dem wir als Politik entgegenstehen müssen. Und wir Demokraten müssen dem entschieden entgegentreten. Wir müssen aber auch Haltung beweisen, und wir müssen vieles dafür tun, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht, sondern dass sie zusammengehalten wird.
Und dafür müssen wir in vielen Bereichen arbeiten. Dafür, das will ich auch ganz deutlich sagen, ist beispielsweise der Bildungsbereich ein ganz entscheidender, weil wir sehr frühzeitig anfangen müssen, die Kinder stark zu machen, sie nicht empfänglich für Rechtsextremisten zu machen, sie zu stärken in ihrer Wertschätzung. Das gehört alles dazu in der Strategie Rechtsextremismus und offen rassistische Dinge zu bekämpfen. Aber ich will auch ganz kritisch hinzufügen, dann darf man auch nicht im Bildungsbereich kürzen, wo diese Grundlagen gelegt werden. Meine Damen und Herren, ich will aber zum Schluss sagen, dass Politik hier auch in einer besonderen Verantwortung ist. Das ist ein Teil des Problems. Und der Verantwortungsbereich der Politik wird hier, das will ich ganz offen ansprechen, von einer Seite dieses Hauses nicht immer hinreichend wahrgenommen. Ich will ansprechen den Hauptstadtbrief des Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Wiltsch im Rheingau, der davon spricht, ich zitiere, ich möchte die Bürger ermutigen, ihre Abgeordneten aufzufordern, den tagtäglich tausendfach stattfindenden Verfassungsbruch an deutschen Grenzen nicht einfach hinzunehmen. Wir brauchen jetzt eine Mehrheit, um den Wahnsinn zu beenden, meine Damen und Herren. Wenn Herr Seehofer in der Presse davon spricht, Merkels Politik als Herrschaft des Unrechtes zu beenden, dann schürt er genau dieses Klima. Er spaltet damit die Gesellschaft. Und wenn Frau Steinbach, ebenfalls eine Bundestagsabgeordnete der CDU, immerhin Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, in einem Tweet-Absatz, der zeigt, Siegen nazifrei, den Hinweis auf die DGB-Jugend fragt mit dem Satz, sonst noch Probleme in Siegen, meine Damen und Herren. Da sind Sie in der Verantwortung, da ist auch der Ministerpräsident in der Verantwortung, denn er ist der Landesvorsitzende der CDU in Hessen. Und das sind CDU-Abgeordnete aus Hessen. Und da kann man sie nicht einfach wegducken. Dem muss man offen entgegentreten und sagen, dass das falsch ist, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Das mache ich gerne, Herr Vorsitzender. Ich will mit einem Zitat enden, um diese Verantwortung der CDU noch einmal auf den Punkt zu bringen. Ich möchte den Dresdner Schriftsteller Erich Kästner zitieren. Das Zitat finde ich äußerst passend. Jeder ist mitverantwortlich für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. – Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte der Kollegin Faeser ausdrücklich zustimmen. Ich glaube, dass wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben, wo wir alle als Demokraten gefordert sind, und zwar ganz eindeutig. Ich glaube auch, dass das zum Teil, wie die Debatte hier verlaufen ist, dass das dem Themenkomplex nicht angemessen ist, diese Debatte so zu führen. Es gibt für das Auftreten der AfD und für das, mit dem wir es am vergangenen Sonntag zu tun hatten, gibt es verschiedene Versuche der Erklärung. Das ist vielleicht auch für eine Aktuelle Stunde nicht so richtig geeignet. Aber es gibt eben auch nicht die leichten Antworten, die man hier geben kann, sondern eine Antwort will ich aber ausdrücklich sagen. Ich glaube, dass wir jetzt anfangen müssen, alle Demokraten in den Kommunalparlamenten diese Partei an allen Punkten zu stellen und sie inhaltlich frontal zu nehmen, weil da haben sie überhaupt nichts anzubieten, aber auch gar nichts anzubieten, meine Damen und Herren. Und diese Ergebnisse, diese Kommunalwahlergebnisse waren doch für uns alle erschreckend. Ein Abschneiden der AfD im zweistelligen Bereich, ein Abschneiden sogar in einzelnen Orten für die NPD, ist doch etwas, was jeden Demokraten umtreiben muss. Und wenn ich die erste Umfrage gehört habe, dass in Bad Karlshafen, glaube ich, war es, 22 oder 24% AfD ist, dann geht einem doch als Demokrat ein Schauer über den Rücken. Und da müssen wir uns alle überlegen, was wir unternehmen, damit wir die wieder klein kriegen. Weil die müssen wir wieder in die Büchse kriegen, meine Damen und Herren. Das kann ich nur sagen. Und programmatisch hat diese Partei doch gar nichts zu bieten. Schauen Sie sich einmal die Kommunalwahlprogramme dieser Partei an. Null.
das Einzige, womit Sie Stimmen fangen, ist nicht die Kommunalpolitik, also da, wo es darum geht, die Probleme der Menschen vor Ort anzupacken, sich darum zu kümmern, dass Kindergartenplätze da sind, sich darum zu kümmern, dass die Versorgung alter Menschen funktioniert, dafür zu sorgen, dass es eine gute Krankenhaus- und eine gute Gesundheitsversorgung angeht. Da hat diese Partei nichts zu sagen und hat sie keine Programmatik. Stattdessen versucht sie, Stimmen zu fangen mit Ausländerfeindlichkeit, Hetze gegen Minderheit, gegen Muslime, gegen Frauen, gegen Homosexuelle. Und das ist etwas, was wir Demokraten bekämpfen müssen, und zwar alle gemeinsam, meine Damen und Herren. Und dieses Ergebnis wird Auswirkungen auf die Mehrheitsbildung in vielen Kommunalparlamenten haben. Wir werden große Schwierigkeiten haben, in den Kommunalparlamenten stabile Mehrheiten hinzubekommen. Und es ist ein Schlag für viele Menschen, die sich ehrenamtlich seit Jahrzehnten engagieren. Und das gilt für alle Parteien. Wenn ich mir vorstelle, dass viele ehrenamtliche Kommunalpolitiker seit 20, seit 30 Jahren sich engagieren, nicht nur im Kommunalparlament, in Vereinen, in Verbänden, sehr engagiert sich für ihr soziales Umfeld einsetzen. Und da kommt auf einmal eine Partei um die Ecke mit ausländerfeindlichen, hetzenden Parolen und kriegt auf einmal 10%, ohne sich auch nur ein einziges Mal fürs Gemeinwesen eingesetzt zu haben. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die sich engagiert haben. Und das mit ohne Programm nur hohle Sprüche. Und mit hohlen Sprüchen kann man Kommunalpolitik eben nicht machen, meine Damen und Herren. Und wir müssen uns fragen, und da will ich durchaus auch auf das kommen, was die Kollegin Faeser gesagt hat, wir müssen die Frage beantworten, warum ist es so gekommen? Wir hatten eine schwierige Debatte, was die Frage der Unterbringung der Flüchtlinge angeht. Ich glaube, dass wir hier im Lande Hessen gemeinsam auch einiges auf den Weg gebracht haben. Aber in einer Situation, wo viele Menschen sich fragen, was hat das für Auswirkungen, auch für mich ganz persönlich für Auswirkungen, braucht es Regierungen, die Orientierung geben, die Halt geben, die sagen, wo es lang geht, hinter denen sich Menschen versammeln können. Und das, was wir erlebt haben auf Bundesebene, war doch genau das Gegenteil, eben nicht Orientierung, eben nicht Halt geben, sondern sich zerstreiten, nur gegeneinander zu arbeiten, nichts gemeinsam hinzukriegen. Und ich glaube wirklich, Frau Kollegin Faeser, dass das ein Hauptgrund für das Erstarken der AfD ist, dass es kein Halt und keine Orientierung gegeben hat in einer schwierigen Lage, in der sich dieses Land befindet. Und das ist, glaube ich, einer der großen Fehler der Politik auf Berliner Ebene gewesen, meine Damen und Herren. Es muss uns aber dazu bringen, zu schauen, dass wir jetzt die Probleme lösen. Und wir werden es ja am kommenden Wochenende mit mehreren Landtagswahlen zu tun haben. Und wenn man sich die Ergebnisse in Hessen anschaut, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie die Ergebnisse dann in diesen Landtagen sein werden. Ich glaube, dass wir als Demokraten sehr deutlich sagen müssen, dass das Wählen solcher Rechtsextremer, solcher Hetzer, kein Problem in unserem Land löst, sondern dass es darum gehen muss, dass wir die Probleme anpacken, dass wir solidarisch sind und dass wir dem verpflichtet sind, was unser Grundgesetz hergibt, und dass wir in diesem Sinne auch arbeiten und dass man eben diejenigen mit allen demokratischen Mitteln bekämpfen muss, die zurzeit versuchen, die Parlamente zu erobern. Und da sind wir als Demokraten gemeinsam gefordert. Kollegin Faeser, alle gemeinsam, bitte. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als freier Demokratin sind mir die menschenverachtenden Parolen der bräunlichen Truppen, die in unsere kommunalen Parlamente Einzug gehalten haben, unerträglich. Diese Parolen werden dem, was jeder Einzelne im Rahmen seiner Verantwortung für Mitmenschen wahrzunehmen habe, nicht gerecht. Diese Parolen werden auch dem, was unser Gemeinwesen gegenüber Schutzsuchenden zu erbringen hat, nicht gerecht. Und wie das Auftreten der Bräunlichen beispielsweise im Sächsischen Landtag zeigt, bleibt es auch bei den Parolen, bei dumpfen Sprüchen. Denn zu echter parlamentarischer Arbeit, zum Ringen um teilweise schwierig zu findende Lösungen für unser Land ist die AfD entweder nicht in der Lage oder sie ist nicht daran interessiert. Doch, meine Damen und Herren, ich muss sagen, für mich ist ebenso unerträglich,
die heuchlerische Art, mit der sich hier ausgerechnet die Linkspartei an den Extremisten hochzieht. Und Frau Kollegin Wissler, Sie haben, und ich habe überlegt, ob Sie so ungeschickt sind, Sie haben auch den Schießbefehlvergleich von Frau Petri wieder herangezogen, den ich unerträglich finde. Aber wenn Sie es einmal sehen, dann ist die Linkspartei rechtlich, finanziell und auch ideologisch Nachfolgerin der Sozialistischen Staatspartei SED, die diesen Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze eingeführt und exekutiert hat. Frau Wissler, Sie stehen auf den Schultern derjenigen, die über 1.000 Menschen getötet haben, die ihre Freiheit gesucht haben, die vor Bespitzelung und Unterdrückung fliehen wollten. Sie distanzieren sich nicht, Herr Kollege Schaus, von den Gräueltaten Ihrer Vorgänger, von Gräueltaten, die Millionen von Ostdeutschen unterdrückt. Meine Damen und Herren, einen Moment, meine Damen und Herren. Herr Kollege Schaus, bitte. Das Wort hat die Frau Kollegin Beer. Sie distanzieren sich nicht, gerade Sie, Herr Schaus, von diesen Gräueltaten. Und wer mit dem Unrechtsregime der DDR so umgeht und nur verschwurbelte Ausflüche sucht, der muss erst moralisch darlegen, sich überhaupt glaubwürdig an rechten Extremisten hochziehen zu können. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in der Politik auch hier in Hessen eine ehrliche und eine aufrichtige Debatte über die Ursachen der extremistischen Parteien links wie rechts brauchen. In Hessen 11,9% für die AfD und ebenso auch Zugewinne für die Linkspartei sind da nämlich nur der Anfang. Herr Kollege Frömmrich hat auf die Wahlen am Wochenende schon hingewiesen. Und da besteht die Gefahr, Herr Kollege Frömmrich, dass in Sachsen-Anhalt nahezu 40% extremistisch wählen werden, nämlich sowohl die Bräunlichen als auch die Postkommunisten in Sachsen-Anhalt in dieser Stärke ins Parlament zu bringen. Und Frau Kollegin Wissler, so wie die AfD der parlamentarisch verbrämte Arm derjenigen ist, die in menschenverachtendster Art und Weise Flüchtlingsheime anzünden, so ist die Linkspartei der parlamentarisch verbrämte Arm derjenigen, die wie bei Blockupy in Frankfurt Polizisten angreifen, Autos anzünden und Ladenlokale zerstören. Hier zeigt sich eine Entgrenzung der politischen Debatte, die dieser Republik nicht gut tut. Es herrscht Straßenkampf statt Debattenkultur. Für Differenziertheit ist kein Platz. Das hat Ihre Rede auch wieder gezeigt. Und es werden Steine geworfen, statt Argumente auszutauschen. Und ich finde es schlimm, dass wir uns offensichtlich fast daran gewöhnt haben, liebe Kollegen. Radikale links wie rechts destabilisieren unsere Gesellschaft, Frau Wissler, und anschließend unsere Demokratie. Und deswegen müssen wir das inhaltlich stellen. Da bin ich durchaus bei Ihnen, bei Herrn Frömmrich, bei allen Kollegen, die das gesagt haben. Wir müssen in der Debatte mit Argumenten entzaubern. Das plumpe Ausgrenzen nährt nur das Gerücht von Verschwörungstheorien. Aber, meine Damen und Herren, ich habe noch eine weitere Bitte. Hören Sie endlich auf, stets vom kleinen Mann auf der Straße zu sprechen. Ich weiß gar nicht, Frau Kollegin Beer, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, gestern auch wieder in der Debatte um die Schuldenbremse. Merken Sie nicht, dass Sie den Menschen in diesem Land mit solch einer Äußerung, mit solch einer Politik die eigene Größe, die eigene Mündigkeit nehmen, statt sie stark zu machen. Frau Kollegin Beer,
Herr Präsident, aber ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass ein Staat nur so stark ist wie die Menschen in diesem Land. Wer aus eigener Kraft etwas erreichen kann, hat genug Selbstvertrauen, Ängsten zu trotzen. Und deshalb nehmen Sie die Bürger endlich wieder ernst, statt sie zu bevormunden und klein zu halten. Denn, Frau Kollegin Wissler, Frau Kollegin Beer, ich muss Sie jetzt bitten, zum Schluss zu kommen. Extremistischen Brandstifter nicht zu fürchten. Die ziehen ihre Stärke nur aus der Angst der anderen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Pentz, CDU-Fraktion. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, werter Herr Präsident, ich will zunächst auf das eingehen, Frau Kollegin Wissler, was Sie gesagt haben. Und da kann ich mich im Übrigen der Kollegin Faeser anschließen. Sie haben schon teilweise Dinge zusammengebracht, sozusagen, die man hier kaum nachvollziehen kann. Da gehe ich dann gleich auch noch darauf ein. Was Sie nicht gesagt haben, ist, dass zum Beispiel, ich habe es Ihnen letztes Mal schon vorgehalten, ein DKP-Mitglied in Sachsen-Anhalt zur AfD in den Landtag gewechselt. Das erwähnen Sie heute hier nicht. Oder erwähnen Sie, was bei der jetzt lassen Sie mich das gerade mal ausführen. Oder was erwähnen Sie, dass zwei Linke, dass zwei links oder sehr stark links stehende Politiker in Darmstadt zur AfD gewechselt sind. Das erwähnen Sie hier genauso wenig. Und deswegen, meine liebe Frau Wissler, lassen Sie uns mal bei der Sache bleiben. Und zur Sache will ich jetzt auch reden. Rückblickend auf die Kommunalwahl können wir als Christdemokraten sagen, ja, das Ergebnis ist durchwachsen. Wir können als Demokraten alle nicht zufrieden sein mit einem solchen Ergebnis, und es ist sicherlich kein Grund zur Heiterkeit. Aber eines ist auch klar, meine Damen und Herren, wir haben, wie alle Demokraten, die AfD im Wahlkampf aktiv angegriffen. Wir haben sie gestellt. Wir haben uns nicht hingegeben, damit die Ängste schüren zu lassen, Ausgrenzung zu begünstigen, Hass zu verbreiten. Wir haben uns ihnen gestellt, und wir werden das auch in den nächsten 5 Jahren tun, in jedem Parlament, in dem wir sozusagen mit Stärke anwesend sind. Und, meine Damen und Herren, natürlich bedrückt es mich, dass die AfD und teilweise die NPD und die REPs ein so starkes Ergebnis in manchen Kommunen erzielt haben. Und es liegt natürlich an vielen Gründen, sicherlich auch an der politischen Großwetterlage. Das muss man einfach einmal feststellen. Aber es tut natürlich weh, wenn man sieht, dass die Kommunalpolitiker 5 Jahre lang Arbeit in ihrem Parlament machen, für den Haushalt, für viele Dinge kämpfen, und dann in der letzten Legislatur, und dann solch ein Ergebnis sozusagen bekommen, bei Wind und Wetter für ihr Programm, für ihre Kandidaten kämpfen. Das ist bitter, und das will ich auch für unsere Fraktion hier in diesem Hessischen Landtag einfach einmal feststellen. Und, meine Damen und Herren, erschreckend ist natürlich auch, dass diese AfD und dass diese Rechten mit einfachen Parolen, ohne jegliche Antworten, im Übrigen auch ohne, dass sie physisch anwesend waren, denn man hat sie ja draußen nirgendwo gesehen, es war ja niemand von ihnen da, wenn überhaupt, hat man Hetzplakate rumstehen sehen. Und natürlich ist es für uns als aufrechte Demokraten erschreckend zu sehen, mit welchem Ergebnis sie dann sozusagen vom Felde gehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir als Christdemokraten in Hessen werden auch in den nächsten 5 Jahren in allen kommunalpolitischen Parlamenten Verantwortung übernehmen. Wir werden uns mit ihnen befassen. Wir werden sie stellen. Wir werden sie auch entlarven. Und es wird eine Übergangserscheinung sein, so wie es damals in den 90ern war. Und damals in den 90ern hat die Hessische Union genauso gestanden, mit einem klaren Kompass, keine Zusammenarbeit mit diesen Extremen. Und deswegen gilt ganz klar, wer Extreme stärken will, der muss mit ihnen zusammenarbeiten. Und das gilt für uns nicht. Das werden wir, das haben wir nie getan, und das werden wir nicht tun. Und deswegen, meine Damen und Herren, bleibt es dabei. Und wir haben ja auch einiges in den letzten Jahren getan, teilweise mit der FDP, teilweise jetzt in der neuen Konstellation mit den Grünen.
Wir haben das Präventionsnetzwerk gegen Salafismus gegründet hier in Hessen. Wir haben im Haushaltsplan 2016 200 zusätzliche Polizeivollzugsbeamten, 100 zusätzliche Polizeianwärter, 100 neue Stellen für die Wachpolizei. In der operativen Ausrichtung des Verfassungsschutzes, diesen haben wir weiter gestärkt. Im Landesamt 50 Stellen erweitert. Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus ins Leben gerufen, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner. Die Beratungsstelle Hessen religiöse Toleranz statt Extremismus gegründet. All das, wenn man das im Vergleich sieht, auch mit vielen anderen Ländern in Deutschland, dann ist das, sind das Vorzeigeprojekte. Und die haben wir ins Leben gerufen. Und hierzu muss man natürlich sagen, diese Ursachen des Extremismus zu bekämpfen, braucht Zeit. Und das sind ganz viele dicke Bretter, die wir bohren müssen. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir als Christdemokraten in der Koalition mit den Grünen nicht nachlassen, das überall zu sagen und dafür einzutreten und zu kämpfen. Und deswegen zum Schluss, unsere Kanzlerin hat es auf den Punkt gebracht. Man ist nicht Politiker dafür, dass man alles katastrophal findet. Probleme beschreiben reicht nicht aus. Wir müssen sie auch lösen. Und, meine Damen und Herren, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Demokraten gemeinsam und geschlossen diese Probleme angehen werden, diese sozusagen Phänomene bekämpfen werden. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Benz. Das Wort hat der Innenminister, der Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das zweistellige Ergebnis der AfD bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag ist äußerst besorgniserregend. Leider ist es der AfD gelungen, Protestwähler in Hessen, die nicht mit der aktuellen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung einverstanden sind, zu mobilisieren. Die Taktik, mit den Themen Asyl und Flüchtlinge Ressentiments und Ängste in der Bevölkerung zu schüren, ist leider aufgegangen. Damit haben zum zweiten Mal hintereinander bundespolitische Themen die kommunale Arbeit völlig überlagert und die eigentliche politische Auseinandersetzung über die kommunale Arbeit völlig obsolet gemacht. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir das beherzigen. Sind, haben einige Kollegen hier angesprochen, Kollege Frömmrich will ich hier zitieren. Wir werden nicht umhinkommen, uns politisch nunmehr mit denen auseinanderzusetzen. Und zwar, meine Damen und Herren, es ist doch relativ einfach. Und ich glaube, das ist auch deutlich geworden. In kommunalpolitischen Themen haben die Herrschaften nichts zu bieten. Und deswegen werden wir sie in den Kreistagen, in den Stadtverordnetenversammlungen stellen müssen und stellen. Dann werden wir sie entzaubern, und dann werden sie wieder verschwinden. Hessen zeigt übrigens seit vielen Jahren ein verlässliches und starkes Engagement gegen Rechtsextremismus. Übrigens gegen jede Form des Extremismus, aber eben auch gegen Rechtsextremismus. Ich möchte an dieser Stelle exemplarisch ein paar Maßnahmen und Aktivitäten hier darstellen und auch ein Stückchen selbstbewusst für die Hessische Landesregierung, für diese Koalition, aber auch hier für den Hessischen Landtag erklären. Ich glaube, dass wir mit unserer Extremismusbekämpfung in diesem Lande mit dem Konzept, was dahinter steht, im Grunde genommen verhindert haben, dass es Bilder wie in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer im Zusammenhang mit Flüchtlingen gegeben hat. Lassen Sie uns dort auch ein bisschen stolz darauf sein, dass die Extremismusbekämpfung in Hessen eigentlich ganz ordentlich läuft. Und wahrscheinlich haben wir damit auch einen Beitrag dazu geleistet, auch so selbstbewusst möchte ich für die Hessische Landesregierung sein, dass es uns gelungen ist, nicht wie das gerade eben von irgendwem, ich glaube von Kollegin Beer angesprochen worden ist, was in Sachsen-Anhalt uns drohen könnte, was den Umfang der Extremisten angeht, dass wir bei uns deutlich unter 20%, trotz dieser besonderen Situation, die wir am vergangenen Sonntag hatten, deutlich unter 20% Extremisten in kommunalen Parlamenten haben. Ich glaube, dass wir mit dem, was wir geleistet haben, dazu eben einen Beitrag geleistet haben. Meine Damen und Herren, was gehört denn mit dazu? Unser hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus ist seit nunmehr 3 Jahren etabliert. Es sind schon einige Punkte hier von Herrn Kollegen Pentz angesprochen worden.
Wir verstetigen kontinuierlich die bewährten Maßnahmen, stärken zugleich neue Konzepte. Zuletzt konnten wir mit dem Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus zahlreiche Aktivitäten effizient und zielgerichtet fördern. Für diese Maßnahmen stehen im Jahr 2016 Landesmittel in der beachtlichen Größenordnung von 3,8 Millionen € zur Verfügung. Damit werden zum Beispiel gefördert unser Beratungsnetzwerk Hessen, Rote Linie, Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg. Diese bewährte Maßnahme der Prävention und Intervention wurde verstetigt und als Programm etabliert, meine Damen und Herren. Wir haben eine Opferberatungsstelle. Wir sorgen mit dem Aussteigerprogramm Icarus dafür, dass junge Menschen, die den Ausstieg aus der rechtsextremistischen Szene erreichen wollen, dass sie eine entsprechende Ansprache erfahren. Wir haben die Partnerschaften für Demokratie. Derzeit sind 18 hessische Landkreise bzw. Kommunen in diesen Maßnahmen. Der Bund und das Land fördern darüber hinaus. Es gibt neue Anträge, die in den nächsten Wochen beschieden werden. Meine Damen und Herren, wir haben Rechtsextremisten sehr gezielt und unabhängig von konkreten Straftaten durch die Polizei und Verfassungsschutz mit dem Ziel angesprochen, der rechtsextremistischen Szene deutlich vor Augen zu führen, dass die Sicherheitsbehörden sie im Blick haben und genau in dieser Situation im Blick haben, die wir im Moment haben. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie umfangreich die Bemühungen der Hessischen Landesregierung im Bereich des Rechtsextremismus sind. Die Kommunalwahl am vergangenen Sonntag hat uns gezeigt, dass wir in diesem Bestreben nicht nachlassen dürfen, um rechtsextremistische Entwicklungen entgegensteuern zu können. Das werden wir so tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Staatsminister Beuth. Damit ist der Punkt 55 behandelt. Noch eingegangen, an Ihren Plätzen verteilt, ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Frankfurt weiterentwickeln, Drucksache 19-3212. Dringlichkeit wird von Ihnen bejaht. Dann kann dieser Antrag Top 61 werden, wenn keiner widerspricht, mit 40 aufzurufen. Ist das so? Dann ist es so. Gut.